In einem nur durchschnittlichen Bundesligaspiel trennten sich die Frankfurter Eintracht und der VfB Stuttgart vor 34.000 Zuschauern 0:0 unentschieden. Der VfB Stuttgart hatte die bessere Spielanlage und war immer dann gefährlich, wenn er über die Außenpositionen kam. Hier Thomas Strunz, bester Stuttgarter, mit einer guten Möglichkeit. Trotz der größeren Spielanteile des VfB Stuttgart war die Frankfurter Eintracht stets gefährlich. Matthias Becker nach einer halben Stunde mit der Möglichkeit zum Führungstreffer. Zumindest die Stuttgarter Zuschauer konnten mit dem 0:0 Halbzeitstand zufrieden sein. Etwa eine Viertelstunde vor Schluss drehte dann die Frankfurter Eintracht mächtig auf und hatte ihre Möglichkeiten Jan Furtok kurz zuvor für Becker ins Spiel gekommen. Die Stuttgarter nur noch sporadisch gefährlich, dann allerdings mit guten Möglichkeiten Carlos Dunga. In der 89. Spielminute hatte es dann Ralf Falkenmeier auf dem Fuß, für die Entscheidung zugunsten der Frankfurter Eintracht zu sorgen. Es hatte aber nicht sollen sein. 0:0, ein leistungsgerechtes Ergebnis.